Liebe Leute, schön seid ihr wieder dabei. Das Mal gibt es wieder gesehen, etwas mit Pflaumen, und zwar ein Upside-Down-Cake, also ein Kuchen, der umgekehrt gebacken wird. Dazu machen wir noch ein mega feines Topping. Ich zeige euch, wie das Ganze geht. Mit Start. Ich fange mit dem Teig an und hier habe ich schon mal Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz zusammen gemixt. Und ich weiss, die Schüssel ist viel zu gross, aber es ist so schön, ich wollte sie unbedingt brauchen. Und jetzt kommen nacheinander die Teile rein und werden ebenfalls gemixt. Und jetzt hat der griechische Joghurt auch noch mitgemixt. Der Teig ist fast fertig, es fehlen noch Haselnüsse, das Mehl und das Backpulver, und die tue ich jetzt noch vorhanden im Schwingbesen umrühren. Die seht, die Pflaumen, die habe ich schon geschnitten in Scheiben, ganz wichtig. Und da bleibt dann natürlich noch ein Mittelstück übrig, aber die kann man einfach so essen. Also ja, nicht fortschiessen. Den Ofen habe ich bereits vorgeheizt, 180 Grad Ober-Unterhitze. Und ganz wichtig ist, dass ihr ein Backblech parat macht und ein Backpapier drauf, das tut dann unter den Kuchen ja verschieben, damit der ganze Saft aufgefangen wird, wo abläuft und damit er nicht so eine Sauerei drin hat. Und jetzt kommen wir zu der Springform. Den Boden tue ich mit Backpapier auslegen, einspannen, rundum abreißen, dann den Boden und ein bisschen vom Rand mit Butter bepinseln, zuckern, das tut er nachher schön karamellisieren und die Pflaumen fächermässig drin auslegen, so dass man keine Löcher mehr drin sieht. Auf meine wunderschöne Pflaumensonne kommt jetzt ganz vorsichtig der Teig, den ich hier gemacht habe, damit sich nichts verschiebt unten dran. Und hier habe ich den Blätterteig, der am Schluss drauf kommt, genau auf die Größe zugeschnitten, damit er alles schön bedeckt. Den Blätterteig unbedingt noch mit einem scharfen Messer ein bisschen einstechen, damit er sich nicht bleibt. Und jetzt kommt das Ganze für etwa 45 Minuten in den Ofen. Währenddem der Kuchen am Backen war, habe ich noch ganz ein einfaches Topping gemacht. Das besteht aus Halbrahm, ein bisschen Joghurt. Wenn ihr die genauen Mengenangaben weiter seht, findet ihr sie im Link unter dem Video. Und ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Konsistenzfreak. Und darum habe ich hier so noch einen Crunch gemacht aus ein bisschen Nüsse und Amaretto. Jetzt ist der Kuchen komplett ausgekühlt. Erst dann darf man ihn stürzen. Bis jetzt hat es jedes Mal perfekt geklappt. Es ist immer wieder so ein Überraschungsmoment, wenn er rauskommt, der Kuchen. Aber ich würde sagen, ist gut gekommen. Wenn ihr Lust habt, um den Cake nachzubacken, findet ihr alles im Link unter dem Video. Und jetzt wünsche ich euch einen guten und sage bis zum nächsten Mal.